Hi, ich bin's wieder, Ela von Wolli Schiebling. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu Ela zockt eben kurz an. Und zwar habe ich mitgebracht für den Game Boy Advance Golden Sun. Ja, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Wir starten die Motoren. Das kleine Nilpferd kommt jetzt wieder und gibt alles auf sein Einrad. Ich finde, dieser Buchstabe sieht immer aus wie ein Einrad. Ich verschwinde hier oben in der Ecke. Brauche etwas Sound. Da wird schon gestartet. Gamelot, Software, Planning. Oh, wie cool. Cool. Von 2001 oder 2002. Drücke Start. Golden Sun. Ach, herrlich. Schönes Ding. Wir machen neu. Und fortsetzen. Warte, ich will neu. Hallo? Neu. So. Ja, lassen wir so. Ach ja, sehr schön. Bitte, mein Schatz, wach auf. Okay. Eure Grafik ist supi. Der Felsen von Bergfeld im Tal. Oh nein. Komm schon, Isaac, wir müssen los. Sofort. Ja, ja. Isaac, du hast etwas vergessen. Oh nein. Draußen schüttet es. Du sollst es nicht ohne deinen Mantel gehen. Sie weiß, worauf man achten muss. Oh, ich liebe solche Spiele. Hast du alles, was du brauchst? Ich finde das so süß da unten. Das lächelnde Gesicht und das Nein-Gesicht. Gut für dich. Verlorener Besitz kann ersetzt werden. Okay? Ein verlorenes Leben ist unersetzlich. So. Oh nein, hier kommt jemand. Isaac, Dora, schnell. Der Felsen kann jeden Moment herabstürzen. Ja, wir rennen, wir laufen, wir kommen. Wir sind schon fast da. Oh nein, was ist passiert? Oh mein Gott. Hier schüttet es schon. Kai, glaubst du, dass sie den Felsen aufhalten können? Mal schauen. Ich glaube nicht, zumindest nicht für lange Zeit. Ihr zwei geht voraus und sucht Zuflucht am Dorfplatz. Okay. Kommst du denn nicht mit? Nein. Ich muss dabei helfen, andere Dorfbewohner zu evakuieren. Ja, lass mich dir helfen, Kyle. Das ist zu gefährlich, Dora. Bitte geh und kümmere dich um Isaac. Isaac ist alt genug, um alleine bis zum Dorfplatz zu gehen. Du kommst doch alleine zurecht, oder, Isaac? Du kennst den Weg. Geh einfach die Richtung Süden, um den Dorfplatz zu erreichen. Aber sei vorsichtig. Okay. Oh. Kennt jemand den Weg zum Dorfplatz? Ich kenne den nicht. Oh Gott, warum immer ich? Ich habe einen schlimmen Orientierungssinn. Ah, hier war das nicht. Okay. Ich wollte euch mal so ein bisschen die Landschaft zeigen. Ich finde das cool mit der Grafik, mit dem Regen, der hier so rumplatscht. Auch den Sound finde ich cool. Da komme ich nicht hin. Da komme ich auch nicht hin. Da auch nicht. Wie war das nochmal? Warte mal. Speichern. Super. Items? Status. Items? Habe ich schon irgendwas? So, ich habe, bin Level 1, also schon mal wichtig. A, 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 B, 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 C, D, D. Machete, Baumwollhemd, Cumulus und Heilkraut. Anlegen. Okay. Oh, ich muss erstmal hier. Upala. War das denn nochmal, ey? Wie komme ich hier, wenn... Da komme ich nicht, da komme ich auch nicht. Das wäre toll, wenn man mich alleine lässt und mir nichts anderes sagt, außer er kennt den Weg. Das ist so gemein, es regnet, ich werde nass. Hm.
Voilà. So kommen, um mich zu holen? Ja, ja. Oh, ich wollte dich nicht drängeln. Nun, wir sollten uns besser zum Dorfplatz aufmachen, bevor wir Bekanntschaft mit dem Felsen schließen. Ach, da war... Ja, danke dafür. Da war ja die Treppe. Ah. Da kommt der Felsen. Nein, warum? Es ist so unnett. Dann geh ich hier runter, so. Natürlich. Guck, überall die Felsen. Überall, wo ich runtergehen möchte, kommen überall die Felsen. Ich werde elendlich hier oben auf diesen Gelumpe hier festsitzen. Ja, der fällt nicht runter. So, was hat er? Er will noch seine Schätze retten. Ich versuche, meinen Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen. Na gut. Wie du willst, dass ich mein ganzes Zeug einfach im Stich lasse? Ja? Meinst du, dass ich einfach alles im Stich lassen soll, um mein Leben zu retten? Du hast recht. Okay, lass uns von hier verschwinden. Haha, ein Teammitglied. Weiter geht's. Dun, 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 dun. Jetzt kann ich über die Brücke gehen oder gehe ich nach da oben? Wir sollten nicht nach Norden gehen, solange wir genau... Naja. Ja, ich weiß. Ich wollte es nur zeigen. Jetzt ist die Brücke auch hinüber. Der Felsen, er fällt. Oh nein. Ich liebe solche Spiele, das ist so genial. So cool. Er ist so schwer. Wir können dich nicht länger aufhalten. Well, wird zerstört, wenn unser... Okay, man sollte vorher lesen, das dann wegdrücken. Wir müssen durchhalten, bis alle Dorfbewohner in Sicherheit sind. Schnell, Jungs, lauf, nur noch ein kleines Stück. Wohin? Komm schon, lauf, der Felsen kommt. Oh, da ist die Treppe. Oh Mann, das war knapp. Um einer hätte so eine Friese ruiniert. Wir müssen einen anderen Weg finden. Komm, wir gehen hier lang. Anderen Weg gefunden. Yay! Ach, die sind super. Guck mal hier, diese kleinen, lieben Details. Alles nur in diese Pixelgrafik. Ich finde es einfach umwerfend. Auch ein sehr, sehr süßes Spiel. Ein sehr cooles Spiel. Golden Sun ist sowieso sehr cool. Was macht er da? Sonnt er sich im Regen? Steinschlag, der Zaun, überall Monster. Oh nein. Ich bin schwer verletzt. Glaubst du auch, dass ich sterben werde? Nein. Das ist schrecklich. Ich muss zurückbleiben und die Monster... Wartet, ist ja komisch. Bin ja gar nicht verletzt. Aber die Sache mit den Monstern ist nicht gelogen. Seid vorsichtig auf unserem Weg zum Dorfplatz. Da würde ich auch immer so blöd stehen bleiben. So, weiter geht's. Trepp, 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 trepp. Ah, da, da, da. Oh, eine Beißmaus erscheint. Ja, die machen wir platt. Hehehe. Kämpfen. Angriff. Angriff. Greift an, Beißmaus nimmt Schaden. Gerrit greift an und die Beißmaus nimmt schon wieder Schaden. Und Angriff. Ja. Greifst du an? Ja. Greift an, Beißmaus nimmt wieder Schaden. Und sie ist nicht explodiert. Was? Sie ist einfach so aufgelöst. Keine Action. Normalerweise explodiert immer alles. Endlich hat es hier mal was Realistisches. Eine Beißmaus greift mich an, ich mache sie platt und sie verschwindet einfach. Dun, dun. Hört mal, achte auf die Musik. Das ist so cool, oder? Ich finde das mega. Hier kommt die nächste. Eine Fledermaus erscheint. Angriff. Angriff. Angriff sollst du. Angreifen. Ja. Bäm.
Und sie hat sich sofort in Luft aufgelöst. Super. Ein Punkt und eine Münze. Ich bin der Held. Dum, 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 dum. Pestpilze. Was? Pestpilze. Pilz. Und noch einen zweiten. Kämpfen. Angriff. Angriff. Jawohl. Und der andere ist schon mal weg. Oder? Nein. Okay, nochmal. Und Angriff. Oh, ich liebe solche Spiele. Rundenbasierend. Lustige Gegner. Hey. Was hast du jetzt davon? Doof gucken und dann grau werden und dann verschwinden. Das ist genau das. So. Pestpilz wurde besiegt. Ich erhalte 2 Punkte und 4 Münzen. Haha, ich werde reich. Oh nein. Oh Gott. Suche Buche und weiche Eiche. Aber woher soll ich wissen, was ist hier eine Eiche? Und wie sieht eine Buche aus? Da komme ich nicht hin, da komme ich nicht hin. Warte, das war da unten, da war ich ja gerade. Schnupp, schnupp, schnupp. Komme ich nirgendwo hin? Okay. Hier muss ich da wieder hoch. Da komme ich nicht hin. Da komme ich auch nicht hin. So. Gehen wir hier runter. So. Pup, pup, pup. Da so lang. Oh nein. Mein Bruder. Was ist mit meinem Bruder? Oh nein. Halte durch, Felix. Felix wird es schon schaffen. Wir werden einen Weg finden, ihn zu retten. Ja, wir werden es schaffen. Oh. Nein! Da ist er wieder. Das Seil reicht nicht. Wir sollten einsetzen. Könnt ihr euch noch konzentrieren? Ich habe all meine Kräfte verbraucht. Wie steht's mit dir, Karl? Ich bin völlig ausgezehrt, weil ich den anderen Dorfbewohner geholfen habe. Hier, sie hat eine Idee. Wir müssen Hilfe holen. Top Idee. Haben, der uns hilft. Es gibt nichts, was wir hier für ihn tun können. Hört mal die Musik, die ist doch der Hammer, oder? Die ist wirklich der Hammer. Auch die Sounds, auch so cool. Also gut, lasst uns gehen. Pup, pup, pup. Rein ins Haus, raus aus dem Haus. Ich gehe nach Norden. Du gehst in Richtung des Dorfplatzes, ja? Sofort. Ja, ja. Warum? Ich kann den doch auch da rausholen. Ach, immer muss ich Leute holen. Ach, was ist der Action hier? Kann gar nicht aufhören da mit dem Spiel. Aber es heißt ja nur angezockt und nicht durchgezockt. Deswegen muss ich hier einen Cliffhanger machen. Ihr werdet nie erfahren, ob Felix gerettet wird oder nicht, wenn ihr es nicht selber spielt. Ich mache hier noch die Fledermaus noch eben. Die Fledermaus und die Beißmaus mache ich noch eben platt. Und dann werde ich auch schon das nächste Spiel anzocken. Golden Sun gehört mit zu einem von meinen absoluten Lieblingsspielen. Das ist echt mega cool. Ich mag das total. Ich bin... Solche Spiele... ist der Hammer. Los jetzt. Ja.
Schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von Golden Sun? Habt ihr schon gespielt? Wie findet ihr diese Spiele überhaupt mit den Runden basiert und mit den Geschichten und alles? Schreibt mir in die Kommentare, lasst mir ein Like da und vielleicht ein Abo. Und tja, wenn ihr Felix retten wollt, müsst ihr es selber tun, weil hier werdet ihr es nicht sehen. Ich bin weg. Tüdelü, ich nehme das nächste Spiel.